Ja, ja. Ey, es war eben ziemlich doof, mich echt anzufassen, denn ich hab mir nach dem Pissen nicht die Hand gewaschen. Ah, jetzt hast du Bakterien an der Hand und ich fühle mich wie ein Fast-Alien, yo. Bleib locker, Alter, ich bin nicht so nett, was ist das für eine Hautfarbe? Peter Ultraviolett? Nein, Alter, das ist ein krasses Dino. Er sieht aus wie ein weißer Ronaldinho. Ey, yo, dein Flow ist so schwachsinnig. Jeder Typ, der dich feiert, ist wohl schwachsinnig. Ey, yo, du bist jetzt gleich ein falscher Akte X, denn ich mache dich so platt, dass du einfach danach nur schaschlik bist. Pass auf, guck, wie ich jetzt hier die Styles bring. Ich bin erwachsen und ich bettel hier ein Kleinkind. Guck mich an und du wirst meine Macht sehen. Ey, ich dachte hier, die Scheiße ist ab 18. Ey, Bruder, komm mal klar und chill dich. Du siehst so aus wie der Nerd-Bruder von Will Smith. Ja, und das ist schon ziemlich peinlich, weil hier Notice die Lines kick und du Hope ist verweichlich. Bleib mal locker, weil du mich gar nicht kennst. Du bist schwul, ey, und du kannst wie Carlton Banks. Ist ja locker, Kings von Bel-Air. Das zu verstehen, das fällt dir sehr schwer. Ja, ich komm mal rein und ich weiß, ich kann dich jetzt verficken. Du Rapper kriegst eine Schweigepflicht, du kleine Bitch. Ich mach jetzt hier mal reinen Tisch wie deine Bitch, die meinen Tisch mit Seife wischt. Okay, pass auf, wie ich die Rhymes jetzt hier rüberschick. Ey, was ist das für ein gottverdammter Überbiss? Du bist sauer, weil ich deiner Freundin eine Tasche kauf. Ich hol mir einen Bex und du machst mir die Flasche auf. Ja, das ist eine andere Liga, was ich hier mache. Du bist ein verkackter Basketballspieler, ja. Geh mal mit deinen 2 Meter zu den 7 Riesen. Ich komm auch rein und werde diesen Freak hier eh besiegen. Okay, ich denk mir, was will der Spast wohl? Kann den mal jemand hier im Kinderparadies abholen? Was ist los, Alter, das ist kein Gefälle. Du bist im Kinderparadies, du spielst gerne mit Bex. Yo, ich komme rund um die Uhr und du hast keinen Flow wie ein Hund auf Kur. Yo, weil du keine Flöhe hast, ey, das ist einfach Notice und ich weiß, dass ich der König war und bin. Black und Sackerdall, ich muss jetzt diesen Flegel bohren. Ey, was sind das für gottverdammte Segelohren? Bleib mal locker, weil ich deine Mama like. Mit den Ohren kannst du nochmal paragliden. Okay, alles klar, vielen Dank. Kurzer Zwischenstand, Publikum. Wer ist für meinen Mann zur linken Seite? Cynic. Alright, wer ist bis jetzt für meinen Mann zur rechten Seite? Notice. Ja, gut. Weiter geht's. Beat. Nochmal auf Beat. Okay, okay, der Beat, ja, der ist echt geil. Du bist nicht Eminem und das ist nicht 8 Mile. Du denkst, dass ich jetzt hier ein Toy bin, dann fick ich mit 4 Niggern deine Freundin. Ach, ja, ich weiß, dass ich deinen Text kenn. Ey, deine Mama hab ich damals mal gebangbangt. Deshalb weißt du bis jetzt nicht, wer dein scheiß Vater ist. Ey, das ist Notice, ich komm rein, bring den Haken. Shit, bleib locker, sieh zu, wie ich den Hans klatsch. Wie willst du meine Mutter ficken, wenn du keinen Schwanz hast? Ohne Spaß, Alter, guck, wie ich hier suche. Du stehst vor mir, du bist ein verdammter Eunuch. Du kannst nichts sagen, gegen den König keine Zeilen. Ich wette, mein Schwanz ist viel größer als der deine. Du Penner, mir doch ganz egal, was für eine Hautfarbe. Weil ich in meinen Zeilen auch gerade was aussage. Du bist ein böser Junge, du kommst nicht in den Himmel. Jeder Mensch weiß, schwarzen Haare, große Pimmel. Also bleib locker, ich wickel deine Mama. Und wenn du nicht ruhig bleibst, dann gebe ich dir noch einen Hammer. Ey, das ist Notice, ich weiß nicht, was da los ist. Ey, du bist so ein Otto und ich bin und bleibe Notice. Und wenn ich deine Mama anal in einem Club fick, was kommt dabei raus? Party und Bullshit. Geil, du weißt, dass ich dich hole. Du siehst aus wie ein gottverdammter Pole. Ich seh ne Fotze, mein Gott, ich box sie. Der einzige Pole, den ich respektiere, ist Lewandowski. Ey, du bist voll der Doofe. Komm mal gleiche, auf deine Scheiße klar, ein Schwarzer mit Vorurteilen. Ey, was ist hier los? Ey, der brummt nur mit Klischees. Und ich frage mich, mach jetzt mal hier auf Replay. Du kannst mich jagen, du weißt, dass du mich nie kriegst. Ich mach mit dir den American History X Remix. Du bist ein Laberkopf, ey, du bist ein Quasselkopf. Dein Kopf auf dem Bordstein und Mazeltopf. Yo, ich komm und ficke dich mit Mucke, das Notice. Er hat die Brille nur wegen Bullen. Wisst ihr warum? Weil die den Typen da nicht filzen. Warum bist du hier überhaupt am Chillen? Okay, vielen Dank. Sehr schön bis jetzt. Mach mal bitte Applaus für beide MCs, die es hier bis ins Finale geschafft haben. Dankeschön. Zum Abschluss haben wir jetzt nochmal 4 Zeile A Cappella und dann gibt's eine Entscheidung. Ich bin ein Typ mit Flow, ich kann rappen, guck.
Und ich weiß, dass ich dich in allem plus in Schwanzlänge bums. Ey, wenn ich diesen Typen genau anguck, dann wünschte ich mir, die Forschung hätte seine Zellen für die Stammforschung benutzt. Okay, Schwanzlänge, das hatten wir schon mal. Ich fick dich jetzt trotzdem, noch einmal. Ist mir scheißegal mit deinen Segelohren, mit deiner Hackfresse. Pass auf, wie ich dich mit meinem Sack presse. Das sind ungefähr die Standard-Rhymes, die ich jedes Mal mache, wenn ich einen Freestyle-Kick. Ey, ich weiß, ich komm rein, kicke so hart, dass dir Bitch dann danach dein Schienbein bricht. Okay, bleib locker, du brauchst... Es waren zwei Bars. Also, psst, Motherfucker. Denn egal, was du sagst, ich bin halt krasser. Okay, der war Hammer, du brauchst mir aber trotzdem nicht mit Shit kommen. Ich schwöre dir, dein Leben ist eine gottverdammte Sitcom. Du denkst, der wärst der King of Queens, du bist sehr schwer. Das wird legen. Wer ist der größte Hurensohn auf der Bühne? Der. Legendär. Du kommst mit einer Sitcom, weil ich dank dir etwas zu lachen habe. Ey, wetten, der Typ hat eine Glatze und gar keine echten Afrohaare, Alter. Der hat sich nämlich nur die Schammatte rasiert und auf den Kopf verpflanzt. Ey, du bist wie aus Rotterdam ein Crackstricher, so ein Opfer, Mann. Okay, es geht um Fernsehserien. Ich schenke deiner Mutter eine Lilie. Deine zwei Schwestern sind Two Broke Girls. Dein Vater sieht aus wie Alf. Ihr seid eine schrecklich nette Familie. Okay. Er macht sein Ohr an die Schlafzimmertür. Ob's ihm dämmert, hör zu. Hör mal, wer da hämmert. Oh. Nice. Vielen Dank. Applaus für dieses Finale hier. Köln. Sehr schön. Sehr schöne Veranstaltung hier gewesen heute. Vielen Dank. Okay, wer ist für meinen Mann Cynic? Und wer ist für meinen Mann Notice? Was sagt die Jury? Okay, Cynic hat gewonnen. Macht Applaus für Cynic. Beide MCs haben sich für das Halbfinale qualifiziert. Vielen lieben Dank.